Moin, meine Lieben. Heute geht es einmal das herzrosa Design. Ja, was machen wir gerade? Ich habe gerade einmal ein dunkleres Braun genommen, um das einmal mit dem Weiß zu mischen, damit wir ein helles, cremiges Nude rausbekommen für das French, was wir gleich machen. Ich mische das nach Lust und Laune tatsächlich, so dass der Farbton mir passt. Und ja. Dafür nehme ich dann am Ende den Pinsel Größe 6, um diese Farbe aufzutragen auf den Tipp, den wir machen wollen im French Design. Hier ist es jetzt einmal Daumen und kleiner Finger, den wir im French Ton machen. Wie ihr seht, zusammengemischte Farben sind auch schnell deckend durch das Weiß. Ja, ich finde es ideal. Aushärten tue ich das Ganze dann 60 Sekunden in einer Duallampe. Sprich, da sind UV und LED Lampen drinne verbaut, weswegen Gele schneller härten. Und ja, genau, ich trage das jetzt einmal so auf, dass es halt wirklich deckt, damit ich gleich das French neu zeichnen kann. Dann mache ich mir meinen Farbklecks auf den Tisch natürlich auch direkt einmal weg. Habe meinen Pinsel sauber gemacht. Stell die Tipps schon mal in die Lampe rein. Und dann nehme ich mir das Pure Rosa, um das French zu zeichnen. Das French zeichne ich mit einem Feinliner-Pinsel einmal vor, also besser gesagt mit einem Schlepper-Pinsel fein vor und fülle das mit einem Nail-Art-Pinsel Größe 2 komplett einmal aus. So entstehen keine Streifen, man kann schneller das French ausfüllen und vorgezeichnet wird es halt mit dem Schlepper-Pinsel, so dass ich die Form habe, die ich haben möchte. Ich mache mir unten immer, wo das French aufhören soll, beziehungsweise anfängt, mache ich mir immer einen Querstrich und ziehe es dann zu den Seiten hin hoch, so dass wir eine schöne Rundung haben, die auch elegant und schick aussieht. French besteht ja aus einer Smile-Line, das ist die Linie, die gebogen ist zum Naturnagelbett hin. Die Linie sollte am besten so gebogen sein, dass wirklich auch das French ideal aussieht. Und schön lächelt, wie der Name das schon vorgibt. Ausfüllen tue ich das mit Nail-Art-Pinsel einfach aus dem Grund, das geht zügiger. Du hast weniger Streifen, gerade bei Pastellfarben oder allgemein hellen Farben ist das immer ganz wichtig. Und gerade bei French, wir wollen ja wirklich eine dünne Spitze haben und nicht eine 3 cm dicke, hohe Spitze. Dementsprechend streiche ich das einfach mit Nail-Art-Pinsel einmal aus. Mit dem Schlepperpinsel kann man super ideal feine Linien zeichnen. Dadurch, dass er sehr lang ist, kriegst du auch schöne gebogene Linien hin. Dennoch Geduld und Zeit, aber es geht halt zügiger. Das härte ich für 60 Sekunden aus, ist auch schon fertig. Dann nehme ich mir meinen Ovalpinsel Größe 6, mache ein Fullcover auf die restlichen Nägel in Rosa. Ja, ist auch immer wichtig, schwebend zu arbeiten, damit ihr auch wirklich keine Streifen entwickelt vom Farbgeh her. Umso schwebender ihr arbeitet, umso besser wird das funktionieren. Unser Plan ist, dass wir einen Finger komplett mit Glitzer machen, einen mit einem Motiv und einen ganz schlicht matt. Die Produkte, die ich verwende, packe ich euch unten in die Box rein. Da könnt ihr dann nochmal genau nachlesen, was in welcher Größe welches Farbgel ich nutze. Da ich mit keiner Firma zusammenarbeite, bedeutet das, ich arbeite mit unterschiedlichen Firmen. Dementsprechend mache ich da auch keine Links rein, sondern tatsächlich einfach nur die Namen, was ich für Farbgel nutze. Genau, das Ganze härte ich 60 Sekunden aus. Jetzt ist es fertig. Dann nehme ich mir einmal meinen Glanzversiegler. Mach den über den ganzen Nagel, damit wir das Glitzer gleich da reinstreuen können. Der Glanzversiegler hat keine Schwitzschicht, also ist einer ohne Schwitzschicht. Das Glitzer streue ich einfach ganz lose drüber.
so dass alles abgedeckt ist. Dann packe ich das auch in die Lampe wieder für 60 Sekunden. So, als nächstes habe ich einmal mein Farbgel Super White. Mit dem Schlepperpinsel zeichne ich jetzt erstmal eine Linie, die etwas kürzer ist, eine Linie, die etwas länger ist dann. Nehme mir eine Seite und ziehe dann einen gebogenen weißen Strich auf die andere Seite. Aber das genaue Design seht ihr auch tatsächlich nochmal später oder am Anfang des Videos auf dem Bild. Dann nehme ich mir die andere Seite und ziehe davon auch nochmal einen Bogen rüber. Setze mit einem Nähart-Tool Punkte rein. Ich weiß nicht, wie das Teil heißt, keine Ahnung. Das ist ein Tool, hat eine Kugel vorne. Kannst du schöne Punkte mitsetzen, kleine, feine, große. Dementsprechend nutze ich das. Dafür ist einfacher als mit einem Pinsel, habe ich auch erst später gelernt tatsächlich. Und ja. Das Herz zeichnen wir später. Dementsprechend härte ich das jetzt einmal komplett aus, wieder für 60 Sekunden. Nehme mir wieder meinen Schlepperpinsel fein in lang. Ich liebe diesen Pinsel zu malen, der ist der beste, den es gibt. Mache mir wieder meine Striche. Ziehe mir wieder meine Linien in gebogener Form zurecht. Gerade fürs Zeichnen ein hochdeckendes Farbgel ist sehr, sehr wichtig. Und dadurch, dass das so hochdeckend ist, sieht man das halt auch gleich. Dementsprechend braucht man halt auch weniger Farbgel, ist ganz ideal. Lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt setze ich halt meine Punkte noch, wie ich sie mag, ne, damit das so kleine kugelmäßig aussieht. Und ja, härte das dann auch wieder für 60 Sekunden in der Duallampe aus. Nehme mir wieder meinen Schlepperpinsel und zeichne jetzt ein Herz an der Linie vom längsten Strich so gesehen. Wichtig ist, nicht zu viel Farbgel nehmen. Es ist hochdeckend, dementsprechend habt ihr sonst das Problem, dass das nicht komplett durchhärtet. 60 Sekunden in der Lampe. Jetzt nehme ich mir meinen Glitzer. Das Glitzernagel, den habe ich natürlich schon abgepinselt, dass das lose Glitzer schon mal weg ist. Versiegel das einmal komplett mit dem Glanzversiegler ohne Schwitzschicht wieder. Packe es auch wieder für 60 Sekunden in die Lampe. Nehme mir jetzt meine ganzen Steinchen, die ich brauche und setzen möchte, einmal raus mit einer ganz normalen Pinzette. Nehme mir einen Nähartpinsel Größe 2, packe mir schon mal die Finger zurecht, wo ich die Steinchen gleich setzen möchte. Den Nähartpinsel 2, da nehme ich einmal Fiberglasgel, um die Steine zu befestigen. Und packe mir da meine Punkte bzw. das Fiberglasgel so hin, dass ich die Steine setzen kann. Wichtig ist beim Fiberglasgel nicht zu viel zu nehmen, sonst habt ihr das Problem, dass da eine blöde Kante entsteht und das wollen wir natürlich nicht. Setze jetzt ganz schlicht die Steinchen in die Reihe, wie ich sie haben möchte. Ja, bei den kleinen Fingern haben wir jeweils einen Stein und zwei Perlen. Bei dem Ringfinger ist es so, dass ich in der Mitte einmal einen größeren Stein nehme und zu den Seiten hin einen kleineren. Also kleiner werde so gesehen, besser gesagt. Und ja.
Und dann nehmen wir unseren Perlenmix. Ich habe da jetzt zum Beispiel, wenn ich mich nicht komplett irre, Silberperlen genommen. Silber oder Roségold. Und habe die in die Zwischenräume gesetzt. Okay, Roségoldsteinchen. Habe die in die Zwischenräume gesetzt. Roségoldsteinchen, Quatsch, was erzähle ich? Roségoldperlen, so rum. Und setze diese Perlen in die Zwischenräume von den Steinen. Die Steine sind rund aneinandergereiht. Sieht das dann aus wie eine Ringfassung, wie ein kleines Diadem? Finde ich immer ganz hübsch, rundet das Ganze nochmal ab und macht es um einiges hochwertiger wieder. Ja. Ach so, habe ich voll vergessen zu erwähnen. Ab sofort Montag, Mittwoch und Freitag kommen immer wieder neue Videos online um 18 Uhr. Schaut gerne rein, teilt sie, mich würde es freuen. Haut was in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben, abonniert mich. So, aber genug Werbung hierzu. Genau, wir setzen jetzt nochmal die ganzen Perlen. Wichtig ist auch zu sagen, diese Perlen sind Fummelarbeit, aber diese Fummelarbeit lohnt sich, ne? Muss man ganz klar sagen. Wir haben jetzt bei den Mittelfingern mit dem Glitzer einfach mal ein Herz reingefräst, füllen das einmal komplett mit weißer Farbe aus, dass man nochmal einen schöneren Effekt hat. So sieht der ganze Spaß aus. Ich finde den super. Gerade für Valentinstag sieht Schmuck aus. Highlight. Genau, und wenn wir das jetzt einmal ausgefüllt haben, packen wir das natürlich auch wieder in die Lampe für 60 Sekunden. Kurz einmal den Tisch ordentlich machen. So, den Rest fangen wir an zu versiegeln. Wir machen jetzt gerade einmal Mattversiegler drüber bei dem Mustertipp sowie bei dem schlichten Rosa. Das ist ein Mattversiegler tatsächlich sogar mit Schwittschicht. Sprich, danach müssen wir nochmal cleanern, damit das richtig, richtig matt ist, ne? Und ja, wir tragen das jetzt einmal ganz entspannt auf. Hätten das auch wieder für 60 Sekunden in der Dual-LED-Lampe. Ich packe euch aber die Produkte, die ich nutze, auch nochmal unten in die Box rein, was genau ich genommen habe. Die French-Nägel machen wir auch nochmal glänzend ohne Schwittschicht. Wichtig ist, Steine werden nicht versiegelt, nur anversiegelt bedeutet, wir gehen mit dem Versiegler nur ran, aber Härten, also gehen nicht über die Steine, wirklich nur an die Kante ran. Die Perlen könnt ihr ruhig mit versiegeln, weil die sonst irgendwann auch einfach weg sind, gefühlt. Aber ja, die Steine nicht versiegeln, das macht einen milchigen Effekt auf den Stein und sieht einfach nicht schön aus. Das Ganze härten wir dann auch wieder 60 Sekunden aus. Und dann haben wir das Design eigentlich auch schon fertig.